Also meine Mutter liegt jetzt seit circa 3 Wochen im UKM. Bei ihr ist ein Tumor entfernt worden und die Behandlung ist im Grunde jetzt abgeschlossen, sodass der nächste Schritt wäre die weitere Behandlung in der Kurzzeitpflege. Da haben wir aber jetzt in der Umgebung von Dülmen 6 Pflegeheime abgefragt und überall eine Absage bekommen, weil die Pflegeheime einfach überfüllt sind. Und danach wäre ja der Weg nach Hause, aber da das nicht möglich ist, muss meine Mutter im Grunde hier im Krankenhaus bleiben, bis die Behandlung abgeschlossen werden kann. Das UKM hat wie alle anderen deutschen Krankenhäuser die Herausforderung, Patienten am Ende des stationären Aufenthaltes für eine sehr gute medizinische Weiterversorgung, zum Beispiel in Reha-Kliniken oder nach Hause in die ambulante Pflege, zu entlassen. Das ist schwierig. All diese Strukturen sind überlastet. Wir müssen warten. Wir müssen uns sehr darum bemühen. Und in dieser Zeit liegen die Patienten möglicherweise etwas länger im Krankenhaus, als es medizinisch unbedingt notwendig ist. Aber sie brauchen das aus qualitativen Gründen. Schon bisher verlieren wir diese Aufenthaltstage und erfahren dafür eine Rechnungskürzung. Das war bisher auch schon so. Jetzt wird es noch schwieriger, weil wir zudem auch noch Strafzahlungen leisten müssen. In einer wirtschaftlich besonders angespannten Situation der Krankenhäuser halten wir das für völlig unangemessen.